Die Beziehung zwischen Kader Loth und ihrem Ehemann Ismet Adli steht auf der Kippe. Die Reality-TV-Persönlichkeit ist seit fast 6 Jahren mit dem Juwelier verheiratet. Bereits seit 2008 sind die ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer ein Paar, auch wenn sie sich zwischendurch für einige Monate trennten. Aktuell sind die beiden in der RTL2-Doku Be Real, echte Promis, echtes Leben zu sehen, in der sie einen ehrlichen Einblick in ihre Ehe geben. Ein großes Konfliktthema zwischen Kader und Izzy dreht sich derzeit um die körperliche Nähe. Seitdem Kader sich in den Wechseljahren befindet, hat sie keine Lust mehr auf Intimität. Für den Berliner Ehemann ist das nur schwer nachvollziehbar und er hat sich bereits über die mangelnde Aktivität im Schlafzimmer beschwert. Es scheint, dass Kader nun befürchtet, dass ihr Mann sich anderen Frauen zuwenden könnte. Auf die Frage, ob sie Izzy eine Affäre zutraue, antwortete sie: "Ich würde jedem Mann zutrauen, dass er seine Partnerin betrügt." Für die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin steht jedoch fest: "Wenn er die Gelegenheit ergreift und anderswo Spaß hat, wäre das für mich das Ende unserer Beziehung." Der Unternehmer selbst leugnet nicht gerne, andere Frauen anzusehen. "Ich bin ein wählerischer Mann, der gerne flirtet, Faxen macht und die Bestätigung von Frauen bekommt. Dennoch gibt es derzeit nur eine Frau in seinem Leben. Äußerliche Anziehung allein reicht mir nicht aus", betonte Izzy.